Das ist doch mal eine schöne Situation, oder? Man hat sich Wochen oder Monate lang bei Konfiguration den Kopf zerbrochen, schön den Online-Konfigurator rauchen lassen und gewartet, bis der Neuwagen da ist. Jetzt steht er beim Händler, man kann losfahren. Hier so ein schöner dunkelblauer Porsche, das ist ja echt was. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich, wenn ich jetzt einfach losfahre? Muss ich dieses Auto noch einfahren? Das Maschinchen, dass er wirklich rund läuft? Oder braucht man das heute nicht mehr? Und wenn man es doch braucht, wie muss man ihn einfahren? Was hat denn los? Was hat denn los? Was hat denn los? So ruiniert. Früher gab es ja bei Neuwagen ein sogenanntes Einlauföl. Das hat man dazu genutzt, um eben den Metallabrieb, der sich am Anfang in den Motoren gebildet hat, aufzunehmen und dann später bei ungefähr 1000 Kilometern wieder auszuschwemmen und gegen ein neues Öl zu tauschen. Und die alten Motoren, die waren auch von den Toleranzen her nicht so toll gefertigt. Da sind schon größere Metallteile noch abgefallen, da musste man schon sehr vorsichtig fahren. Heutzutage hat man Motoren, die viel, viel genauer gefertigt sind, die kein Einlauföl mehr benötigen, aber sie müssen trotzdem noch eingefahren werden. So, und da gibt es eine Grundregel, die gilt aber im Prinzip für alle Motoren. Den Motor erst dann belasten, wenn er warm ist. Und dass der Motor erst warm laufen sollte, bevor man ihn fordert, das hat zwei Gründe. Der eine Grund liegt im Motoröl. Wir holen hier mal Motoröl aus der Mikrowelle raus. Das ist quasi auf Betriebstemperatur, schön warm. Und dann holen wir noch eins aus dem Gefrierfach heraus. So, und wenn man jetzt dieses Öl hier aus dem Gefrierfach öffnen, stellen wir fest, der Deckel sitzt aber fest. Und damit sind wir im Prinzip schon beim zweiten Grund angelangt. Nämlich durch die Kälte schrumpfen ja die Materialien im Motor zusammen. Das heißt, die Toleranzen werden aufgebraucht. Der Motor müsste erst betriebswarm sein, damit diese Teile, die sich hier drin bewegen müssen, optimal laufen können. Macht man das nicht, schädigt man den Motor. Und jetzt schauen wir uns das Öl an. Wir schauen uns die Viskosität vom warmen Öl an. Ja, läuft schön, kann man schön mit schmieren. Und die vom kalten Öl. Na? Na? Ja, das sieht man sofort, das läuft wie Honig. Das heißt, die Schmierwirkung ist auch deutlich schlechter. Und das ist genau das Problem, wenn ein Motor noch kalt ist, die Toleranzen werden aufgebraucht, die Teile sitzen sehr eng zusammen, Schmierwirkung ist schlecht und wenn ich dann hohe Drehzahlen anfahre, dann schädige ich den Motor. Und wenn man dann die ersten 1000 Kilometer besonders behutsam und pfleglich mit dem Motor umgegangen ist, also kein Vollgas und auch keine hohen Drehzahlen. Und dann gibt es da eben noch ein Bauteil, das besondere Beachtung verdient, und zwar der Turbolader. Und der ist ja bei vielen modernen Motoren drin. Und wenn ich den nicht von Anfang an pfleglich behandle, dann lebt er eben nicht so lange. Und was kann da im Extremfall passieren? Also wir stellen uns einfach mal eine Autobahnetappe vor, schön angegast und dann zack, raus auf den Rastplatz, Auto stehen gelassen. Ja. Jetzt gucken wir unter die Motorhaube. Da sehen wir den Turbolader, der bis zu 1000 Grad und mehr heiß werden kann. Motorhaube ist zu und jetzt kann sich ein Hitzestau bilden. Und dieser Hitzestau kann dazu führen, dass das Öl, was das Gleitlager schmiert, eben verkokt. Und dann bilden sich so Rückstände und wenn das öfter mal passiert, dann lebt eben so ein Turbolader nicht so lange. Das ist nicht schön. Was muss man also tun? Man sollte ihn abkühlen lassen. Und abkühlen lassen heißt nicht, ihn hinstellen und noch ein bisschen nachlaufen lassen. Nein, abkühlen heißt, während der Fahrt Last rausnehmen und den Fahrtwind zum Kühlen nehmen. Nichts ist effektiver. Und dann mit diesem gekühlten Turbolader raus auf den Rastplatz, dann lebt er auch lange. Was hat denn los? Was hat denn los? Was hat denn los? So ruiniert. Turbolader pfleglich behandeln, zwingend einfahren muss man ja nicht. Bei der Bremse sieht das anders aus, die muss eingebremst werden. Und dabei geht es weniger um die thermische Stabilität, weil die Hersteller behandeln ihre Belege vorher thermisch vor. Sondern es geht darum, dass Bremsscheibe und Bremsbelag erstmal reibungsmäßig zueinander finden müssen. Wenn wir hier an den Bremsbelag oder Bremsscheibe dran greifen, dann spüren wir, da sind noch so Rillen drin. Das ist eine wirkliche Topografie. Und diese Topografie muss ich erstmal einschleifen. Das heißt, Berger auf Täler, Täler auf Berger. Und das dauert eben so 200-300 Kilometer, bis das passiert. Da wird auch eine Menge Material abgetragen. Man sieht das hier auch in dem Bremsstaub. Das Entscheidende ist aber, man kann das ein bisschen beschleunigen, indem man in dieser Anfangszeit mittleren Bremsdruck gibt, um das entsprechend aneinander schleifen zu lassen. Keine mutwilligen Vollbremsungen. Man muss auch immer daran denken, ganz am Anfang verzögert die Bremse nicht perfekt, weil sie eben nicht perfekt aufeinander eingespielt ist. Da können sich auch noch Hitzenester bilden. Deshalb muss die Bremse auch immer abgekühlt werden, wenn ihr sowas macht. Aber wenn jetzt nun mal der Fall eintritt, dass ihr voll in die Eisen reinlatschen müsst, weil es gefährlich wird, dann tut's. Dann geht die Sicherheit immer vor, aber immer damit rechnen, der Bremsweg kann ein paar Meter länger sein. Was hat denn los? Was hat denn los?
So, und wenn wir schon bei den Rädern sind, dann können wir uns auch um die Reifen kümmern. Die müssen nämlich auch eingefahren werden. Logischerweise nicht nur beim Neuwagen, sondern jedes Mal dann, wenn ihr neue Reifen bekommt. Woran liegt das? Ja, so ein Reifen, der steckt in einer Vulkanisierungsform. Und damit er da besser rausflutscht, ist da so ein Trennmittel drüber. So ein bisschen wie die Butter in der Backform, damit der Kuchen besser rausflutscht. Und dieses Trennmittel hat natürlich nicht besonders viel Grip. Das müsst ihr abfahren. Die ersten 100, 150 Kilometer muss das vom Reifen runter. Dann hat der Reifen wieder optimalen Grip. Dann fährt er auch besser. Also vorsichtig sein am Anfang. Was hat denn bloß? Was hat denn bloß? Was hat denn bloß so ruiniert? Ja. Und auch den Federn und Dämpfern solltet ihr einen Einschwingprozess gönnen. Das sind schließlich mechanische Systeme, die müssen sich auch aufeinander einspielen. Also bevor ihr hier die ganze Verwandtschaft reinladet und den Kofferraum voller Goldbarren, erstmal die ganzen Systeme ein bisschen einspielen und ein bisschen setzen lassen.